Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Da sind wir wieder, diesmal in Tanglewood. Mit der besseren Taschenlampe. Wir sind jetzt also etwas besser ausgestattet. Spielen ganz normal auch Profi. Also etwas ruhiger als vorhin. Aber ich muss sagen, die Challenge hat grundsätzlich schon Spaß gemacht. Man kann da schon ein bisschen was bei lernen und einfach so die Eigenheiten der Geister lernen. Ohne was zu verlieren. Das mag ich sowieso total gerne. Weil jeder kann immer was dazulernen. Das ist einfach so. Und manche Sachen sind leider auch echt buggy. Ich höre immer mehr darüber, dass vieles gar nicht so funktioniert, wie es soll. Und das ist ein bisschen schade, wenn dann so gewisse Sachen nicht funktionieren. Aha, in der Garage ist er. Stell mal eine UV-Lampe holen. Und Kamera mit Dots, würde ich sagen. Die gute alte Kamera vom Opa vom Dachboden geklaut hier. Aber ich erinnere mich noch an Zeiten, wo erst Digitalkameras halt so aussahen. Das hier ist übrigens auch ein schöner Trick. Wenn da Fingerabdrücke sind, seht ihr das sofort, wenn er da was anpasst. Dann gehen wir mal schnell. Irgendwas war hier. Dann gehen wir mal schnell runter in den Keller, mal den Breaker an. Spot haben wir nicht, aber einen Heiligen Spot hier unten. Super. Dann können wir mal schauen, ob wir. Ich mag die Taschenlampe, die ist super. Hm, da schon der hier. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Ja, du bist hier. Du bist gar nicht in der Garage, kann das sein? Ah, hier ist ein Orb. Alles klar. Den Kram hier raus und mal da Dots holen. Haben wir ein Versteck? Kein Versteck hier, okay. Das ist das einzige Versteck, was mir gerade einfällt, ist das im Keller, ne? Habe ich den Breaker angemacht? Haben wir. Aber ja, entspann dich doch mal, ja, ja. Ich weiß nicht genau, was er geworfen hat, aber jetzt noch kein Foto. Das Tier 3 EMF zum Beispiel finde ich gar nicht so geil, muss ich sagen. Ich kann verstehen, warum man das benutzt, aber ich mag das normale EMF, das wir jetzt benutzen, eigentlich am liebsten. Ist so, tut mir leid. Ja, dann mal los. Gucken wir mal. Ah ja, den Orb kann ich schon mal eintragen, den haben wir ja. Grad. 5 Grad. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe?
Grad. So, das versteckt sehr gut. Was hier mit? Da nicht. Was haben wir denn hier? Da haben wir auch eins. Okay. Also der Geist ist auf jeden Fall in der Küche ganz schön am Randalieren. Temperaturen sehen erstmal nicht danach aus, als würden sie so weit runtergehen. Wir schauen einfach mal in Ruhe. Kruzifix können wir mit reinnehmen. Sanity kommt langsam dahin. Parabolmikrofon sollen wir mitnehmen. Und dann nehmen wir noch einen zweiten Dots mit, damit er einfach mehr Dots-Fläche hat, der Geist. Und dann schauen wir mal. Okay, Temperatur ist jetzt hier irgendwie niedriger. Schnell checken. 4 Grad. Bis hier drüben. 5 Grad. 3 Grad. 3,9. Okay, es kühlt hier also irgendwie so ein bisschen runter, ja? Okay. Geht es da noch als Interaktion? Na, okay, das musste ich jetzt ausprobieren. Weil früher war das immer zwei Bilder, jetzt nur noch eins. Okay. Manchmal muss man Dinge einfach mal testen. Ein Grad. Das war jetzt genau ein Grad. Ist halt die Frage, ob wir jetzt Gefriertemperaturen streichen können, ne? Das wäre ein Revenant. Aber, ja. Weil die normalen Geister können maximal 1 Grad erreichen. Alles, was bei 0,9 Grad schon ist, ist also schon Gefriertemperaturen. Was ich saudumm finde. Wieso höre ich denn den da, wenn ich da hingucke? Gut, danke. Kann es die Box noch sein? Dann wär's eine Mare, okay. Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Bist du da? Okay. Was sollen wir noch erledigen? Das Kruzifix, um eine Jagd zu verhindern. Okay, wir legen das zweite noch rein, damit der ganze Raum auch komplett abgedeckt ist. Der Thay kann schon handeln, theoretisch. Also, es ist so, pass auf, der Revenant hat eine Hunting Range, der ist ganz normal effektiverweise 50% Sanity an. Die Mare, wenn das Licht aus ist, 60%, sonst 40%, wenn es an ist. Und der Thay kann handeln, je nach Alter, ab 75% schon. Wir machen jetzt also mal das Licht aus. Und dann gucken wir mal, ob wir auch dort sehen wir dann noch besser ohne Licht. Na gut, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Bist du überhaupt mal hier? Nicht den Smudge weg tun, Alter. Die Taschenlampe kannst alles hinlegen, scheißegal, aber niemals den Smudge. Irgendwo muss hier noch mein Thermometer liegen. Ich könnte erst mal gucken, bevor ich das. Körper da. Hier 1,9 2,1. Ich bezweifle, dass wir Gefriertemperatur noch kriegen, Leute. Revenant höre ich sowieso spätestens beim Hand. Und Thay würde ich wahrscheinlich auch erkennen, weil Thay müsste jetzt schneller sein.
Also wird es vermutlich auf den Mare hinauslaufen, könnte ich mir vorstellen. Alter. Man sieht hier in dem Puff halt gar nichts, ne? Die hat er gerade geworfen. Macht er auch noch eine? Interaktion macht er trotzdem noch, okay. Irgendwo da, genau, würde ich sagen. Klasse. Ist eh kein perfektes Spiel, deswegen ist es egal. Was ist der Breaker aus, oder? So aus. Das soll es gewesen sein, genau. Gut, dann eben noch den Knochen suchen, damit ich noch ein bisschen Duffwirt kriegen. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, weil ich ihn bisher noch nicht gesehen habe. Mach du mal. Habe ich noch was zu tun? Ne, alles erledigt. Ich gehe immer noch von der Mare aus. Jetzt gehen wir mal in den Keller. Den Breaker wieder anmachen da unten. Das hast du komplett zerstört? Du bist ja geil. Hier, damit wir maximal 4 abdecken, legen wir es mal hier in die Mitte. Dann habe ich da fast alles. Sagen wir mal so, dann ist es ganz gut abgedeckt. Wir gehen dann nochmal den Knochen hier in der Garage suchen. Na komm. Knochi, Knochi, Knochi. Das ist einfach so geil, ne? So. Nix, 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 nix. Der hat schon richtig Bock, der Geist. Das muss man ihm einfach mal lassen. Der zappelt da nicht lange rum, der... Das ist ein Macher. Das merkt man sofort. Da ist er. Noch einen haben wir. Gut. Jetzt warten wir auf eine Hand. Aber was hat denn Mare? Geisterbox. Die Taschenlampe ist so schwer, die immer so dumm pillen, ne? Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Du kannst aber schön Sachen werfen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Sprich mit mir. Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Das ist halt krass, ne? Also, die Temperatur stimmt ja jetzt auch lange nicht. Wir werden es dann also gleich sehen, wenn das Kruzifix komplett zerstört ist und der Hand auf uns wartet. Temperatur ist immer 6 Grad, das ist alles so... Niedrigste Waage ist genau 1 Grad, das kann natürlich jetzt bedeuten, dass es genau die Grenze war. Es kann aber auch einfach nur ein dummer Zufall gewesen sein, ne? Das sind halt so Sachen. Wir werden es gleich sehen. Wenn es ein Revenant ist... Wir gehen in den Keller, da mein Hiding Spot, der gut funktioniert. Und eigentlich ist die Garage ganz gut zum Rotieren. Ich dann... Ich dann... Und dann da rein. Wir haben 6 Sekunden Zeit, das ist eine Menge Zeit. Eine mehr als 5.
Ein Revenant. Oh. Komischerweise sind die Events. Die Events sind aber nicht so langsam, schalt, damit man nicht so viel verrät. Alles klar, ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Haben wir jetzt hier Minusgrade drin? Oder ist irgendwie sowas in der Nähe? Sonst Knie, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Naja, gut, okay. So. Orb, Geisterbuch. Ja, Revenant hat noch sehr übrig. Fingerabdrücke hat man keine. Nein, ist schon alles richtig, ist schon alles richtig. Was eine Runde, Leute. Was eine Runde, ehrlich. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ah, besseres Salz. Cool. Was macht denn das bessere Salz? Größere Behälter fasst mehr Salz als der Vorgänger. Erlaubt es daher, längere Linien Salz zu ziehen und breite Passagen zu blockieren. Und drei Anwendungen. Ist also insgesamt deutlich besser. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, meine Lieben. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis dahin. Und ciao.